Sebastian Scholzer ein Ring starb. Machen wir uns ein Spiel. Ringfrei zur ersten Runde. Deutschland unterwegs oder nur Norddeutschland? Norddeutschland. Bis Berlin. Bis Berlin, okay. Aus welcher Stadt kommst du? Hamburg. Ah, aus Hamburg. Und du bist in Berlin an? Ich bin in Berlin, genau. Ja. Unsere Firma ist ja auch in Berlin. Und, deswegen. Genau. Bin auch gebürtiger Berliner. Nee, wenn du. Wenn du Lust und Zeit hast, am 18. Mai veranstalten wir in Cottbus unsere Veranstaltung mit Teilzeuge und hier auch wieder mit ein paar Jungs von denen, die du hier heute gesehen hast. Denn ich habe ja deine Karte, dann schreibe dir mal, dann setze ich dich bei uns auf die Liste. Wenn du Lust und Zeit hast, dann kannst du gerne vorbeikommen. Ja, gerne. Thank you.
gemeinsam mit dem gemacht? Wie bitte? Wird gemeinsam mit dem Kottbus? Ja, gemeinsam nicht, das ist unsere eigene Veranstaltung, aber es kann sein, dass gemeinsam mit Köln. Achso, nee, das ist unsere eigene, komplett eigene Veranstaltung. Weil wahrscheinlich wieder der RBB, der Fernsehsender RBB, Berlin-Brandenburg das wieder überträgt. Und, also diese Veranstaltung von Enrico Schütze nehmen wir halt dann immer damit unsere jüngeren Boxer, die noch Kämpfe sammeln, dass die eben halt bei den Interview-Aufbaukämpfen bekommen. Bei unseren eigenen Veranstaltungen probieren wir dann immer irgendwie, dass wir dann mal eine kleine Meisterschaft, eine deutsche Meisterschaft boxen oder eine internationale deutsche Meisterschaft, insofern es vom Matchmaking her möglich ist, dass sich da was ergibt. Ja. Aber Tyron Zeuge, der wird da um die Europameisterschaft boxen. EBU. Das, der Titel war vakant und Tyron Zeuge ist in Deutschland die Nummer 1 in seiner Gewichtsklasse. Und dann hat die EBU eben halt gesagt, ja, haben sie angesetzt den Kampf Tyron Zeuge gegen Adan Silveira aus Spanien. Und dann haben wir uns mit dem Management geeinigt, dass der Kampf nach Cottbus kommt, sonst wäre er in die Versteigerung gekommen und dann boxen wir den jetzt am 18. Mai in Cottbus. Ursprünglich wollten wir in Berlin boxen, aber keine Halle, dementsprechend die fernsehtauglich gewesen wäre, wäre an dem Wochenende frei gewesen. Das ist ja nicht so weit weg von Berlin. Ja, ich sag mal, mit einem Zug, also ich war jetzt ja auch schon zwei, drei Mal in Hamburg mit einem Zug, der IC, der fährt da in anderthalb Stunden oder eine Stunde 15 oder so, fährt der von Berlin nach Flammentor. Ja. Ist ja...